Willkommen zurück, ihr lieben Portal-Homies, zu Lego Dimensions 100% Run. Im ersten DLC-Level. Geheimnisvolle Reise des Hobbits. Hast du mir überlegt, warum zögerst du? Warum zögerst du? Hier muss jemand wässern. Wenn ich aus Richtung. Ach, wässern, Spuren suchen. So, du hast es entdeckt. Du hast es entdeckt. Du darfst suchen. Ja, ich müsste nur was sehen können, ne? Und was meinst du, was findest du? Keine Ahnung. Irgendein Typ, der als Hexe verkleidet ist. Ist doch klar. Oh! Du bist doch verkleidet, oder? Kann ich das jetzt... Okay, ich muss weiter suchen. Ah, okay. Du hast Lisas Saxophon. Ja, das habe ich gemerkt. Und weiter suchen. Schon dabei. Aha. Verstehe. Ah, wo muss ich wohl hin? Hey, das könnte ich echt gebrauchen. Lecker Milchshake. Und jetzt ist Hunger wieder zu Fuß. Ich will ja nichts sagen, aber ne? Aber? Das ist doch unlogisch. Oh, sieh mal eine an. Es ist Simpsons. Da ist er. Ich hab Superman überfahren. Macht dich bestimmt mega traurig. So. Gott. Abschleppen. Ich hab was Tolles. Ja, ich hab blauer Wicht. Nee. Ich glaub, da mag jemand Homer nicht. Ah. Wessen Haus ist Homer? Das würde mich jetzt interessieren. Flanders. Nee, Flanders mag Homer ja. Ja. Wer wohnt neben Homer? Das ist doch Flanders. Ja, neben, aber doch nicht gegenüber. Das ist doch nicht gegenüber. Das ist daneben. Und wer hat Dynamit im Haus gelagert? Flanders, eindeutig. Er ist nicht nett. Er tut nur so. Das ist Tarnung, okay. Hier, guck mal, hier ist Homers Haus. Da sind wir gerade rausgefahren. Ist er nicht vielleicht auf der anderen Seite dann? Du willst doch nur Flanders verteidigen. Alter, wer ist das? Das regt mich auf. Ach gut, wo das Ding hängt. Skydive. So, du musst da mit Batman noch was machen. Batman muss ins Haus einbrechen. Ist nichts Neues. Fahrräder-Clown. Krass, ne? Ja. Ich habe aber eine Sensationsmeldung. Ja, ja. Batman klaut kleinen Kindern Fahrräder. Ach so. Ja, das wussten die Leute schon. Meine Güte. Das ist Rumgestöhne. Warte mal, lass mich mal mit Slimer da rein. Gute Idee.
Ja, ich meine, der kann Gefahren beseitigen. Vielleicht kann der da rein. Vielleicht ist das so ein Durchgang. Ne, der fliegt ja auch nur. Okay. Aber wäre möglich gewesen. Ja. Gut mitgedacht. Ich bin ja auch Superman. Jetzt musst du dir das anhören. Da haben sich die 15 Euro gelohnt. Ah, um Himmels Willen. Was? Was ist das für Schatten? Schatten? Ja, hier. Du hast einen Schatten. Das ist eine Pfütze. Ach so. Du konntest dich nicht beherrschen. Ah, okay. Ja, wenn Superman in der Nähe ist, dann geht meine Mädchenblase schon mal mit mir durch. Kann ich verstehen. Ist bei Lois Lane auch so. Ich frag mich, welches Auto das ist. Noch, warte mal. Ja, schau mal nach. Also die Fähigkeit heißt Abschleppen. Das hat niemand gesehen. Niemand gesehen. Das auch nicht. Ja, Freund und Helfer. Freund und Helfer? Dr. Freud und Helfer, okay. Ah, um Himmels Willen. Juhu, Spielplatz. Ah, hier gab es die erste Spielstation, das weiß ich noch. Machen wir den Spielplatz kaputt und die Spielstation. Wir zerstören einen Spielplatz, einen Realspielplatz, um eine Videospielekonsole aufzubauen. Ja. Na, Halleluja. Das ist die Zukunft. Zurück in die Zukunft. So, dann spielen wir jetzt das... Was ist kaputt gemacht? Dann spielen wir jetzt das unglaubliche Spiel... Ich sehe es nicht. Was? Das musst du selbst zerstören. Das Spiel ist zum Explodieren gut. Was? Fehlt da noch was? Hey, das ist doch aufgebrochen. Ja, eigentlich schon. Komisch. Dann schauen wir uns doch nochmal um. Die Laterne vielleicht? Hey Batman, darf ich deine Maske anprobieren? Das war die allererste Fähigkeit, die ich freigeschaltet habe. Wo ist der Typ? Wen suchst du? Legolas, da ist er. Suche nach langem, blonden, wallendem Haar. Lass uns diese Frage ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Kaffee oder Tee? Wow. Ja, dann. Ja, ich sehe alles. Super. Herrlich. Tja, warum spielst du nicht öfter Superman? Weil ich ihn nicht so gerne mag. Nach was schmeckt der denn? Nach Verzweiflung und Angst. Und Schrecken. Du hast ein Vogel, echt. Ist das ein Vogel oder ein Flugzeug? Vielleicht brauchen wir eine andere Farbe. Wer weiß. Keine Ahnung. Setze ein Charakterschild auf das Toypad. Ja, nee, der speichert da unten. Ah, okay. Ah. Ich bin super bereit. Es tut mir leid, aber ich hatte fast befürchtet, dass die Farbe nichts ausrichtet. Ja, ich auch nicht. Also ich auch. Das ist... Bug.
Ein Bug. Ja, wir haben einen Bug gefunden. Das nach so viel Zeit. Jag's in die Luft. Kann doch nicht sein. Warte mal, vielleicht sind wir... Ja? Vielleicht sind wir theoretisch noch gar nicht in diesem Gebiet. Warte mal. Wir sind nämlich ja darüber geflogen und nicht, Ah, das ist möglich. Da hast du recht. Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Der arme Rasen. Wenn wir durch den Spielplatz düsen. So. Wir sollten aufbrechen. Nö. Müssen wir dann wohl wann anders nochmal? Ja, das nervt mich. Ich meine, das ist sowieso nur für Geld, aber... Das ist jetzt etwas nervig. Ja. Ich mach dann mal weiter. Mhm. So, da sind wir nun wieder. Und haben den Fehler bereinigt. Wir spielen nämlich jetzt Cyberball 2072. Okay. Dann lass uns spielen. Habe ich wieder ein Spiel für zwei Spieler? Bewegen, Münze einwerfen, Aktion. Bewegen und Aktion gibt's. Ob ich das schaffe. Insert Coin, drück mal Start. Passiert was? Oh, was habe ich getan? Es ist nicht Start. Ja, ich hatte schon Start gedrückt, aber... Ja, irgendwie... Was? Keine Ahnung. Alter. Jetzt kann ich hier irgendwie wählen. Und ja. Nee, wir können beide, okay. Ach, jetzt kannst du. Oder? Nee. Was auch immer. Oh, okay, und wie geht das jetzt? Okay, so nicht. Du darfst dich nicht fassen lassen, glaube ich. Ah, also ist das so wie Football? Ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe erstmal eine Minute gebraucht, um zu sehen, wer ich bin. Also dieses Spiel ist unglaublich klasse. Also ich bin da, okay. Okay. Renn nach vorne. Oh. Ach du warst das? Das ist eindeutig mein Lieblingsspiel. Keine Ahnung, was wir gerade gemacht haben. Wir haben auf jeden Fall kein Geld gesammelt. Das wundert mich irgendwie nicht. Tja. Aber Superman ist glücklich. Ja, kein Problem, ich habe ja schon Geld. Ja, kein Problem, willst du? Achso, das meinst du? Ja, ja. Ja, sorry Leute. Cyberball. Lasst uns diese Frage ist scheiße. Ja. Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendeinen Fan von dem Spiel, der das früher jeden Tag gespielt hat, total verärgert. Der weint jetzt eine Träne hinterher. Ja, genau. Mit unser Erzfeind. Im, weiß ich nicht,
Aquaman-Kostüm. Ach, das waren Zeiten, ja, für den Fernseher. Ja. Erinnerst du dich noch damals? Du bist eine Hexe. Ja. In der Tat. Oh, ich hab hier was zerstört. Toll. Ich hab da was gesehen. Hast du? Wow. Sehr schön. Wofür auch immer, aber sehr schön. Dass wir regellos in diesem Level besiegt haben. Bekommen haben. Jetzt werden wir das dritte Mal mit Homer irgendwo hingehen. Kommen wir in die Gedankenwelt. Aber hier, das meine ich ja. Ja, ja. Meinen Berechnungen nach brauchen wir dringend Hilfe. Ah, meine kleine Feier fängt gerade erst an. Ist genau auf mir gespawnt, das Vieh. Mein Gott, was macht der? Beeil dich mal, du kleines. Ja, okay. Never mind. Dein Ernst? Haha. Das ist nicht mein Tag. Hui. Wenn man es einmal raus hat. Ja. Vielen Dank. Gütiger, es scheint, als würde meine Existenz ausgelöscht werden. Sehr schön. Das war dumm, ein Gedanke. Oh nein! Super Abgang. Superman wurde tatsächlich von Ratten in die Knie gezwungen. Die Itchy und Scratchy Show. Dienst ist Dienst. Oh, wunderschön. Bad Cop tut sich aber auch alles an, was wir hier machen. Also Hauptsache Arbeit. Okay, ja, und dann nach links. Nicht mit viel. Was du nicht machst. Lasst uns diese Frage ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Kaffee oder Tee? Was machst du denn schon wieder? Toll, war ja klar, Batman. Entschuldigung. Das ist doch kommst du jetzt hier? Ich hoffe, mein Schaffen hat kein Gehirn genommen. Diesen Helden im drehenden Umhang.
Okay. Na, das ist nichts für mich, das ist zu 3D. Das ist zu 3D. Ja. Zu 3D. Oh mein Gott, ich muss da echt hin. Sogar mit Superman. Wäre jetzt witzig, wenn du das geschafft hättest. Und, Was macht Humor? F. Puh. Ja, sag ich doch, ist zu 3D. Kann jetzt eine Weile dauern. Vielleicht laufe ich auch falsch. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Zu vorsichtig. Jetzt ist meine Unterhose nass. Springen wir da runter. Kann eh nichts machen. Ach schön, jetzt hat man hier eine Leiter. Nee, du. Geh mal aus dem Spiel raus. Ja, kein Problem. Ist besser ohne den Splitscreen. Ja, weiß ich nicht. Das Splitscreen ist in dem Level irgendwie seltsam. Tomao. Es kommt vom Chili. Welch ein wunderschönes Naturschauspiel. Wie die Sonne im Hintergrund. Flackert. Flackert. Was? Du kannst wieder starten. Ich trau dem Braten nicht erst, wenn es vorbei ist. Ach, Hummer. Das sollte ich nicht in die falschen Hände fallen lassen. Und die Chili sollte es da auch nicht an Humor geben. Der hat genug. Oder es ist wieder so ein Teil, der erstmal da hinten platziert wird, bis der dann irgendwie durch irgendwas dahin teleportiert wird. No. Oh. Oder ist es sowas? Wenn das jetzt auch nicht funktioniert, ne? Hat seine Grenzen. Zurück in die Zukunft. Mal gucken, in welches Jahr wir kommen. Ich komme nur mit Kapseln klar, sorry. Hallo, Wurstschnecke. Lecker, lecker. Oh, okay. Cosmic Corks. Guck mal, was da steht. Was meinst du? Ja, hier, mitten im Raum. Ja, hier. Ja. Ja. Kannst sagen. Das muss ich später genauer analysieren. Ich kümmere mich mal um die Decke. Ja, mach das. Und ich sorge für Zerstörung. Wenn du nicht herumlaufen willst. Hallo!
verhau dich. Das ist unmöglich. Ah, so. Gut, ich bleibe stehen. Ja, hoffe ich doch. Wow, ich habe einen geschafft. Als die Polizei erlaubt. Deswegen bin ich auch so reich. Wo sind alle zusammen? Die reichen Gothams sind alle kriminell. Ich klau mir mein Geld, ich bin reich. Oh. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Hutbund, komm her. Ups. Erstmal hacken wir. Gut. Der dunkle Ritter erhebt sich. Du musst auch immer was sagen. Der dunkle Ritter steckt fest. Der dunkle Ritter hat Pech. Der Ritter wird wahrscheinlich gleich gefangen, weil er nicht sieht. Och nee. Der dunkle Ritter. Och Robin. Hallo? Och Emmet. Das ist nicht Emmet. Ach ja, stimmt. Ich sehe nur graue Haare, weißt du? Und schon Emmet. Nein! Nein! Nein, ich schaff das, ich schaff das! Ah, oh, er kommt nicht runter. Wir haben es geschafft. Hurra! Das war... Nein. Wir haben bedient dich. Aber du nimmst sicher gleich die ganze Tüte. Der Mann ist gut. Woher weiß er, dass ich direkt die ganze Tür... Verdammt! Nicht schlecht, alter Mann. So, ich schick dich nach draußen vor die Runde. So, wo ist mein Superman? Der steht schon. Muss ich mal die Hexe nehmen. So. Gut. Ich hab extra die Hexe genommen. Ich weiß ja nicht, warum man hier die Teile kaputt machen muss. Ich hab keine Ahnung. Aber dafür kann ich hier nichts. Ich habe mich nicht bewegt. Nee, ich habe gerade auf die Hexe geguckt und dachte, der macht schon. Wofür ist das Haar hier? Das Haar? Ach, Elektronik. Haar wie Elektronik. Melde mich zur Arbeit. Dienst ist Dienst. Hallo. Darf ich treffen? Ja. Sehr schön. Du hast mir den Smoothie geklaut. Ja. Du bist stark genug, du musst dich noch stellen. Nee, wir brauchen noch eins. Und jemanden retten. Ja.
So, Homer. Ich würde sagen, du bleibst hier. Okay. Und wir sehen uns dann, weiß nicht, das sieht eher wie die Zukunft von Springfield aus, ne? Mhm. Dann mach mal die... Ich den Namen nicht zuordnen kann. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Insider. Zukunft. Keine Ahnung, gut möglich. Irgendwie, vielleicht war Homer mal in der Zukunft in der Serie. Falls ihr das wisst, könnt ihr das ja schreiben. Ja, vielleicht mal interessant zu wissen. Du. So. Puh. Hallo Leute. Boah, hast du das gesehen? Nee, ich habe nicht auf dich geachtet. Boah, das war mega cool. Ich bin an der Außenwand entlang gedüst. Hm, jetzt würde ich aber mal kurz ein bisschen Pause machen. Mhm. Irgendwie. Ich verstehe das auch nicht so ganz gerade, um ehrlich zu sein. Ist das vielleicht auch Spuren oder so? Aber dann wären ja diese Lupen. Nee, die Spuren wären dann wirklich irgendwo anders. Hm. Ich bin verwirrt. Was ist hiermit? Würde ich sagen, komm mal her. Wenigstens haben wir Musik. Bleibt ja eh nichts anderes übrig, als weiter zu machen. Vielleicht kommt ja noch was, oder nicht? Du hier bist, Thomas. Ich muss wieder zum Fahren für die nächsten Stufen, aber da warte ich mal gerade. Ach so, ja, wahrscheinlich ganz oben. Was soll ich da mal machen? Ja. Los, fahr. Oh, ich hasse dich noch. Oder auch nicht. Hm? Fürs nächste Mal. Ja. Ich wette mit dir, wenn wir da drehen, kommt ein Sprinkler raus. Stehst du genau richtig. Ah, guck mal, da könnten wir jemand retten. Können wir, konnten wir. Ja. Okay. Da ist jetzt gerade jemand untergegangen, den wir wahrscheinlich retten müssen. Würde ich schätzen. Gut möglich. Sah zumindest so aus. Vom Bild her. Ach, sieh mal einer an. Das ist er doch. Andere Frage, wie kriegen wir ihn hier raus? Komm ich nicht mehr hier weg. Muss man den wahrscheinlich von da hinten unten oder so irgendwie. Aha. Ah, okay. Damit hätten wir das erledigt und können eigentlich noch schon mal direkt nochmal neu anfangen. Das war nicht beabsichtigt, aber ich wollte diesen Jet sehen. So, dann zaubern wir mal ein lebensrettendes Wasserseepferdchen. Ralf Wiggum gerettet. Schönling. Wow. Also gibt es jetzt einen Schnitt zur Traumreise von Homer.
Wir haben über 10 Millionen. Mhm. Nicht Was schlecht. Empfindest du dabei? Ich hätte die gerne in echt. Wenn das alles Lego-Steine sind, dann ja. Boah. Von 1 zu 9. Ach, die beiden waren das. Mhm. Tja, leider noch nicht komplett. Bis gleich. Bis gleich. Ja, hier haben wir das Teil gefunden und dank Itchy und Scratchy haben wir nun auch das Level beendet. Das sollte ich nicht in die falschen Hände fallen lassen. Weißt du was? Ja. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das sieht komisch aus. Das sieht so aus, als würdest du den anbeten. Was ist das? Größer wie du, bitte, aber nicht. Das ist trotzdem kleiner. Aber wenn ich jetzt aussteige, bleibe ich vielleicht für immer so. Bug und so. Nein. Ich glaube nicht. Bei dem Spiel, bei den vielen Bugs hier. Schön, da haben wir das Level auch auf 100%. Weißt du, wie die zwei Aliens heißen? Nein. Ich überhaupt nicht. Nein, ich weiß es nicht. Gut. Damit ist die geheimnisvolle Reise des Homers Geschichte. Blub und Blob. Also, keine Ahnung. Blub und Blob. Das wird es sein. So, wie viel Prozent haben wir? Oh mein Gott. Ja, Superman reicht. Das kann ich nicht im Kopf ausrechnen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.